5. Das Essen wird knapp. Die Hosen sind voll. Die Schuhe sind kaputt. Ich will einfach nur nach Hause. Doch das spielt's bei mir nicht. Ich grabe mich durch den Dschungel. Sehe ein Blatt. Nehme es mit auf den Weg. Und plötzlich ein Dschungelbaum kommt hervor und verfolgt mich. Er ist hier. Ich gehe weiter. Plötzlich ist er hier. Die Mobs hacken einen Plan aus, wie sie mich nächste Nacht töten und mich aufessen wollen. Ganz alleine, verschollen im Dschungel, auf der Suche nach Essen. Kein einziges Schaf. Was machst du hier? Ich versuche gerade eine Horrorgeschichte zu erzählen. Kein Essen, keine Schweine, nur ein Creeper, der mein Fleisch explodieren lassen will. Nebelig. Kein Essen weit und breit. Seit 3 Tagen kein Schwein, Schaf oder Kuh gesehen. Kein einziges Mal geschlafen. Und hier eine Lichtung. Vielleicht ist das die neue Heimat, wo ich mir ein Baumhaus mache. Man weiß es nicht, wo bin ich denn? Na. Warte, ich glaube, ich gehe falsch. Tag 10. Sound muted. Microphone activated. Microphone muted. Tag 10. Wir sind in einer Höhle angekommen. In einer neu generierten Welt. Und suchen Pferderüstung, Eisen und Essen. Und dann die Lösung. Wir haben 2 Truhen gefunden. Ja, ich bin jetzt in eine neu generierte Welt gegangen und habe mir gedacht, wir schauen jetzt einmal unter die Erde und gut so, Gott sei Dank, war hier gleich einmal eine fette Mine. Das Problem ist, wir haben wirklich nur mehr wenig zu essen und jetzt schauen wir mal in die Truhe rein. Ernsthaft? Aber warte, das ist... Vielleicht sollte ich die Melonensamen mitnehmen, falls ich wirklich... Ernsthaft? So ein Scheiß. Ja, wir haben ja noch eine zweite. Alter Fuchs, das kann's ja nicht sein. Jetzt haben wir... Was? 2 geile Truhen gefunden und... Weder Namensschild noch irgendwas anderes. Es ist echt mies. Echt mies. Das finde ich nicht sehr okay, dass das Minecraft mit mir macht. Hoppala. Jo, vielleicht finden wir noch andere, aber das ist jetzt wirklich Bombe gewesen. Und was passiert? Es ist nur scheiß Melonensamen drin. Und da oben? Finden wir da irgendwas mit Truhe? Truhe. Schubiduba, badabidubiduba. Schaut auch schlecht aus hier. Und hier? Nichts. Mir ist gerade echt schlecht. Ich habe viel zu viel gegessen. Jetzt fällt mir das Reden sogar schwer.
Jetzt schauen wir, vielleicht haben wir noch da Glück mit irgendwelchen Drohnen, aber wenn nicht, dann bin ich echt angefressen. Wir hatten doch eh schon so viel Glück mit zwei Drohnen gleich nebeneinander und nichts Brauchbares war da drinnen. Echt gacki, das Ganze. Wie schaut's da aus? Auch nichts. Na gut, falls ich noch irgendwas finde, melde ich mich. Tag 12. Microphone muted. Sound muted. Tag 12. Wir sind in einer anderen Höhle. Da taucht Licht auf. Es ist ein Spawner. Ich habe ihn schon ein bisschen deaktiviert sozusagen für uns und wir haben jetzt wirklich kein Essen mehr. Deswegen war ich so schlau und habe mir ein paar Was ist mit euch da? Das geht ja gar nicht da gerade. Also nur ein bisschen besser ausleuchten, würde ich sagen. So. Gut, dass wir Holz mit haben. Bis deppert, sonst wäre ich jetzt voll am Arsch gewesen. So, dann ein bisschen so. Ein bisschen Ofen. Privates Ofen. 4, 8 mal 4 ist 32. Ja, das wird jetzt mal reichen. Und jetzt eine Truhe und wir schauen rein und was. Ja, Mann. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Sound resume. Microphone activated. Da schalte ich gleich einmal Chrissy dazu. Ich mache gerade eine Aufnahme und ich habe einen Dungeon gefunden und einen Zombie-Spawner. Und gefunden habe ich einen Namensschild und ein Iron Horse Armor. Nicht schlecht. Nicht schlecht, so ist es. Gut, jetzt kann ich eigentlich eh zu XP-Farm gehen. Ein Iron... Wie hält diese Rüstung eigentlich für immer? Nein, oder? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Name Tag, saugeil. Extrem nice. Und den Zombie-Spawner, brauche ich den? Na, den tue ich entfernen. Schau, siehst du mich auf der Dünnmap, wo ich hingewandert bin? Warte, muss mal schauen. So heftig. Naja, naja, komm. Das war alles noch nicht generiert. Das habe ich jetzt alles neu generiert. Aber extrem nice. Wenn du viel weiter runter gehst, mit der Bahn zurückfahren. Wieso? Oder du machst Slash Down und kommst zum Zombie-Spawner. Slash was? Spawn. Ich teleportiere mich einfach nach Hause und leg die Sachen ab, komm zum Spawn und tu mich dann, und mach dann meinen dritten Home-Button bei der XP-Farm. Oh yeah, ich habe schon wieder einen Dungeon gefunden. Also ein in der Mine. So eine Truhe. Ich will nicht reinschauen, ich hoffe es ist was Cooles. Nur Blödsinn ist da immer drin, das gibt's ja nicht. Oh shit. Oh shit. Ich bin vergiftet, oh mein Gott, ich bin vergiftet. Hilfe! Wann hört das auf? Boah. Aua. Aua. Oh mein Gott, da geht's ab. Scheiße, ich will nicht sterben.
Wenn ich jetzt sterben würde, würde ich mir fett in den Hintern beißen. Oh mein Gott. Puls auf 1000. Ich muss hier weg. Ganz schnell weg. Einfach ganz schnell weg. Was gibt er dir jetzt dafür? Hoppala, ich habe nicht einmal eingeschalten. Microphone muted. Sound muted. Sound microphone activated. Doch, hab ich. Crazy? Ja? Was gibt er dir jetzt dafür? Nix, ich brauch auch nichts. Aha. Ach ja. Brauchst du Lapis? Nein. Okay, sonst hätte ich dir mitgenommen, aber ich brauch's auch nicht.